Morgen, es ist der zweite Tag und das Wetter ist echt cool. Gehen wir mal raus auf den Balkon und schauen uns an, wie die Sonne scheint. Ach, herrlich. Was ich auch noch vergessen habe zu zeigen ist, dass man sogar von uns aus ganz leicht noch das Meer sehen kann. Da hinten ist es nämlich. Also was wir jetzt machen werden ist, fertig machen, frühstücken und danach geht es erstmal in die Stadt, ein paar Klamotten einkaufen, weil ich habe ja nichts und danach vielleicht zum Strand. Also bis gleich. Hannas Morgenkaffee. Lecker O-Saft. Mal ein paar kleine Bilder von der Anlage. Ein Pool und da vorne ist eine Bar, wo man quasi vom Pool aus auf Barhockern sitzend was trinken kann später. Dann geht es da weiter. Noch so geht der Pool quasi unter der Brücke weiter. Und bis hier vorne. Und da ist sogar eine kleine Kapelle. Das heißt, sogar fürs Seelenheil ist gesorgt. Nachdem wir uns jetzt am Frühstück gestärkt haben, gehen wir jetzt in die Stadt und schauen mal, was das so auf uns wartet. Und ich hole mir erstmal eine Badehose. Das ist die Hauptstraße von Falraki. Und es geht weiter. Da vorne gibt es auch Klamotten. Erste Haltestation für mich. Man sieht, es ist genau der richtige Laden, wo ich mich mit Klamotten eindecken kann. Genau meine Größe, meine Farbe. Perfekt. Können wir gucken gehen? Das sieht ja cool aus. Es ist so heiß. Gott, es ist so heiß. Aber ich habe zumindest endlich eine Hose gefunden. Und eine Badehose. Das heißt, ich werde zumindest nicht mehr komplett verbrennen. Und kann ins Wasser springen gleich. Jetzt sind wir hier. Immer noch in der Einkaufs- und Futtermeile. Und nähern uns so langsam dem Strand. Wir brauchen noch ein paar Strandhandtücher. Und wenn wir die haben, dann können wir ans Meer gehen. Die Jüngeren in Deutschland kennen das gar nicht mehr. Eine Dose, die man in den gelben Müll schmeißen kann. Wie man sehen kann, nähern wir uns Zielobjekt Alpha. Dem Meer und dem Strand. Wir leben noch. Au. Eine Heimat fernab der eigenen Heimat. Es ist mega heiß hier drin. Vorhin habe ich auf einem Schild gesehen, 37 Grad Celsius. Und die Sonne konnte quasi ungebremst auf mich einwirken. Und ich merke es auch schon an meinem Arm. Den hat schon ganz gut erwischt.
und ein paar andere Stellen werden sicherlich nachher noch dazukommen. Hanna geht jetzt duschen und ich lege erstmal ein bisschen die Füße hoch. Es gab noch mal eine kleine Planänderung. Da muss auch noch mal entschieden zum Pool zu gehen. Das war eine gute Entscheidung. Ja, es ist so angenehm. Es ist im Schatten und am Pool und es gibt Getränke. Ideale Stärkung jetzt noch mal, bevor es jetzt in den Abend kommt. Und wie ist das Wasser? Aha. Wie ist das Wasser? Natürlich nicht. Wie ist das Wasser? Wie das Wasser ist? Ja. Da gehe ich gerade zur Bar, um mir zwei Usos zu bestellen. Und dann sind die einfach mal aufs Haus. Wurden uns geschenkt. Wie cool ist das? Wie sagt man? Ach, zum Trinken. Skoll. Jammers. Und nach unserer spontanen Pool-Session werden wir... Was zum Geier, was machst du da? Also, nach unserer spontanen Pool-Session werden wir jetzt gucken, wo wir unser Abendessen herkriegen. Und danach noch ein bisschen was trinken gehen. Also geht's jetzt ab in die Stadt. In die Stadt! Leute, bestes Restaurant ever, ja? Da werden wir jetzt hingehen und speisen. Kantine. Die Reiseführerin. Wir müssen da vorne jetzt erstmal weiter. Aha. So. Ich benötige natürlich keine Karte, die wird jetzt sofort instant weggepackt. Und jetzt? Geradeaus, immer der Nase nach, immer der Nase nach. Wie lange noch? Sind wir bald da? Auf die Jammern, uns gibt es ein paar Millionen. Nein, sind wir bald da? Ja. Das nenne ich mal eine Speisekarte. Wir haben unsere Location gefunden, direkt. Am Meer und es sieht auch soweit ziemlich cool aus. Ja, in der Tat. Ja, in der Tat. Also ich finde es auch wunderschön hier. Sehr ja. Romantisch. Ich bin mal gespannt, was wir haben. Nicht so ja, wir haben eine griechische Platte bestellt und ich habe noch Oktopusfrikadellen als Vorspeise. Habe ich noch nie gegessen. Mal schauen, wie es wird. Ich werde es auch nie essen. Und tatsächlich, 20 Sekunden später sind sie auch schon da. Andreas wird jetzt seine komische Oktopus-Frikadelle probieren. Ich schneide es einmal auf. Es ist so weit und okay. Also, wie es schmeckt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was schmecke. Ich bin ein bisschen erkältet. Männerkrankheit. Und? Voll essen. Gut oder nicht gut? Gut. Der erste Teil unserer griechischen Platte ist da. Du sagst das wie ein Psychopath. Der Salat. Griechischer Salat mit Tzatziki. Griechisches Tzatziki ist eigentlich immer super. Und wir werden jetzt mal probieren, wie das schmeckt und... Dann geht's weiter. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir kommen mit dem Essen gar nicht mehr hinterher. Wir haben noch nicht mal den Salat auf und das ist schon das Hauptgericht da. Und es sieht verdammt gut aus und ich weiß gar nicht mal, was das alles ist. Also, das ist auf jeden Fall Moussaka. Dann haben wir hier Dolmades. Was auch immer das ist. Irgendwas hier mit diesen griechischen Nudeln und da haben wir irgendwo noch mehr und noch mehr und noch mehr. Gott, was ein Schlachtfeld. Hanna verdrückt noch die Reste. Und dann... Und dann sind wir echt erledigt. Was hast du? Oh, oh. Ich bin ein Stück Tomate auf die Hose gefallen. Wir sind gerade fertig mit dem Essen. Es war sehr lecker und sehr viel. Aber wir haben es geschafft. Wir waren in der Taverna Dimitra. Dimitra. Ein sehr gutes Lokal. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr nettes Personal. Und jetzt geht's ab ins Bett. Weil es ist echt erledigt. Wie ein griechischer Gott. Und ne, komm.